Auf welchem ADC habe ich eh. Oh. Was hat eh Schmutzwinrate von mir? Wow, Senke. I mean, when Red Smite, die für Tempo Yumi nicht banned ist nach dem Game, weiß ich auch nicht. Damit ich hier farmen kann. Ach, er schert das auch noch automatisch mit Yumi, das Gold. Das ist ja richtig gut. Oh, das ist ja richtig süß, dass sie sich das zu zweit scheren. Du bist so Dogshit. Imagine, die gewinnt dieses Spiel. Sollte sogar funktionieren. Gleicher. Guter Trade. Sehe ich da eine Yumi in 13.3? Ja, du siehst eine Yumi Lethal Tempo Jungle und einen Nunu Support in 13.3, ja. Das siehst du. Ich glaube tatsächlich ist nicht so wichtig, dass Yumi genervt wurde. Die kannten sich schon aus dem Game davor. Und haben beide Trollpick deswegen. Und beide nicht gedodged. Ja. Ist nice. Er based literally einfach. Okay, das ist unlucky. Hätte die Welt ulti müssen, my bad. Wie cringe ist eigentlich, dass Wild es nicht schafft, dass man sich nicht in Champ Select wiedererkennen kann immer noch. Wie cringe ist das eigentlich? Weil das sollte es ja eigentlich fixen. Aber die Leute, die es wissen wollen und dodgen oder sich gegenseitig ultra wütend machen, weil sie im Game davor schon miteinander gespielt haben, genau die Leute werden es herausfinden, mit wem man spielt. Das heißt, die Änderung hat legit nichts gebracht. Aber wie cringe seid ihr eigentlich? Wie fucking cringe seid ihr? Like, imagine. Imagine. Imagine, ihr werdet 1v2 killed. Oh, die würden so krass auf die Fresse fliegen gegen, wenn ich einen normalen Midlaner, einen normalen fucking Jungle Support hätte. Würde ich die so hops nehmen. So, disgusting, der Botlane kann er legit nicht spielen. I mean, wenn da jemals ein Riot-Mitarbeiter rüberguckt, was die beiden gemacht haben, dann die Accounts für immer banned. Ja, mit der Attitude sollte er niemals spielen dürfen. I mean, keine Ahnung. Was bist du für ein Mensch, wenn das tust, like? Warum queust du nochmal, wenn du so wütend bist? Check ich nicht.